Bei diesem Video handelt es sich um eine verworfene Aufnahme, die ich jetzt als eine Ergänzung zu dem Video hinter den Kulissen 2021 sehe. So, wenn wir all das gemacht haben und jetzt diese PDF umwandeln wollen, muss ich sie nur mit der rechten Taste erwischen, sende an PDF to TCA. Wenn ich jetzt da draufklicke, werden wir von Windows gewarnt, dass das Ausführen dieser App unter Umständen ein Risiko für den PC darstellt. Und im Moment haben wir jetzt nur die Möglichkeit, es nicht auszuführen. Jetzt gehen wir auf weitere Informationen. Hier steht, um welche App es sich handelt. Das ist jetzt unser Skript pdf2tca.bat, also die Batch-Datei, die wir jetzt in den Sende-an-Ordner kopiert haben. Und der Herausgeber ist an dieser Stelle unbekannt. Wir könnten jetzt auf Trotzdem ausführen klicken. In vielen Fällen ist es natürlich grob fahrlässig, Software auszuführen, von denen man nicht weiß, was sie tut. Und deshalb möchte ich einmal zeigen, dass ich mit dem Programm keine bösen Absichten habe. Wir klicken jetzt einmal hier das Ganze weg. So, gehen in den Senden-an-Ordner und das ist hier der potenzielle Übeltäter. Den wollen wir uns einmal anschauen. Ich weiß, das ist für die meisten langweilig und technisch, aber mir ist es tatsächlich an dieser Stelle wichtig. Es geht ja um die IT-Sicherheit. So, PDF to TCA kopieren wir hier. Es besteht im Prinzip aus zwei Zeilen. Die interessante Zeile ist hier, es wird Python aufgerufen. Dann an Python wird ein Python-Skript übergeben. Und eine weitere Sache wird hier noch übergeben, und zwar ein Prozentzeichen 1. Und das ist hier der Platzhalter für die Datei, die wir hier mit rechts angeklickt haben. Also an Python wird ein Python-Skript und die mit rechts angeklickte PDF weitergegeben. So, wir müssen uns also diesen Skript hier anschauen und gucken, dass dieser nichts Böses tut. Also öffnen. Bei mir ist es jetzt unter Downloads gelandet. Erstmal taucht hier nichts auf, weil nur Textdateien angezeigt werden. Also alle Dateien bitte. Und hier unser Python-Skript. Einmal öffnen. So, hier einmal die Lizenz. Es handelt es sich hier um eine MIT-Lizenz. Das bedeutet, man darf diese Software kostenlos nutzen, diese verändern und damit im Prinzip machen, was man möchte. Dafür übernehme ich gar keine Haftung für diese Software und potenzielle Schäden, die aufgrund dieser Software entstanden sind. So eine gängige Lizenz, den Text habe ich auch von Wikipedia rauskopiert. So, hier startet im Prinzip das eigentliche Programm und an dieser Stelle werden drei Module verwendet, die an sich gar nicht so unbedenklich ist. Vor allem das erste hier, das OS-Modul. Damit bekommt Python den Zugriff auf das Betriebssystem und kann tatsächlich auch andere Programme ausführen. Da muss man auf jeden Fall aufpassen und gucken, dass alles, was von diesem Modul hier ausgeführt wird, nichts Böses tut. Genau, ähnlich hier bei diesem Systemmodul. Also hier geht es eigentlich nur darum, dass die PDF, die weitergegeben wurde, auch irgendwie erkannt wird. Und hier ein Teil des XML.dom-Modul wird importiert. Ist auch eine technische Sache, also der Import funktioniert in mehreren Schritten. Also zuerst wird die PDF in mehrere SVG-Dateien übersetzt. Und zwar pro Seite der PDF entsteht eine neue SVG-Datei.
Und mit diesem Modul kann ich diese SVG-Dateien manipulieren. Warum sie manipuliert werden müssen, ist bei der Umwandlung in SVG-Dateien passt plötzlich die Ausrichtung und die Auflösung von den gezeichneten Strichen nicht und diese müssen halt angepasst werden und dazu brauche ich halt Befehle aus diesem Modul. So, File Input, das ist ein Pfad zu der PDF, die wir geladen haben. So, hier stelle ich noch den Namen für die SVG-Dateien, die zwischendurch gespeichert werden. Und am Ende soll eine HTML-Datei entstehen und das ist dann ein File Output. Und der Name soll der gleiche sein wie bei der PDF-Datei, aber die Endung PDF muss ja durch .html ersetzt werden. So, hier eine auskommentierte Zeile. Das wird jetzt ein Aufruf, den ich jetzt unter Linux machen würde. Das funktioniert unter Windows nicht, deshalb geht das ein wenig anders und zwar hier wird das erste Mal ein anderes Programm von dem Skript ausgeführt und zwar das Programm PDF Info. An PDF Info wird unsere PDF-Datei gegeben und wir lesen die Informationen daraus und wollen wissen, wie viele Seiten diese PDF hat. Entweder hat sie 0 Seiten, dann haben wir uns irgendwie verklickt und versuchen eine andere Datei zu übersetzen, für die es überhaupt nicht funktioniert. Oder wir durchlaufen die Ausgabe und schauen unter dem Punkt Pages, aus wie vielen Seiten diese PDF halt besteht. So, der nächste Systemaufruf, wieder ein internes Werkzeug PDF Separate. Damit kann das Betriebssystem diese PDF in mehrere PDFs aufzuteilen. Und zwar wird jetzt pro Seite in der PDF eine neue PDF-Datei erstellt, die dann einfach nur durchnummeriert wird. Also 1 PDF wäre die erste Seite der PDF, 2 PDF die zweite Seite und so weiter und so fort. So, hier zwei Funktionen, die Pfade transformieren sollen. Und zwar einmal haben wir eine Drehmatrix und einmal eine Verschiebung. Also was hier stattfindet, ist ein wenig Mathematik. Es finden aber auch keine Systemaufrufe statt. Also kein OS. Irgendwas. Deshalb gehe ich jetzt nicht weiter drauf ausführlich ein. So, hier als Matrix gespeichert das, was wir halt machen wollen. Also hier wird einiges gedreht und auch gespiegelt und dann auch entsprechend verschoben. Warum das Ganze bei dem Import passiert, ist mir so ein bisschen schleierhaft. Auf jeden Fall muss ich halt die Dinge halt mehr oder weniger rückgängig machen. So, hier in dieser String-Variable fange ich an, eine HTML-Seite zu erstellen, die später auch tatsächlich gespeichert werden soll. So, hier gehen wir alle Seiten der PDF einmal durch und rufen jedes Mal den Befehl Inkscape mit der Option Export Type SVG und dann halt die PDF-Datei. Also in dieser Vorschleife werden alle Unterseiten der PDF
in SVG-Dateien umgewandelt. Jetzt hier mit diesem Aufruf halt. So, jetzt geht es darum, diese SVG-Dateien ein wenig zu manipulieren. Es geht halt darum, dass die Striche in der Ausgabe HTML-Datei an der gleichen Stelle sind, wie das bei GoodNotes der Fall war. Und das passiert halt hier. Wir müssen wirklich jeden Strich in diesen Datei durchgehen und entsprechend verschieben bzw. drehen. Also hier passieren nur geometrische Transformationen. So, hier ein wenig, also hier kommen noch einige Sachen in die HTML-Datei rein. Es geht darum, die Seiten hintereinander zu schreiben. So, hier wieder ein Systemaufruf, und zwar die SVG-Dateien, die wir zwischendrin erstellt haben, werden am Ende nicht mehr benötigt, können an dieser Stelle also gelöscht werden. Und das gleiche gilt für die PDFs, die wir für die einzelnen Seiten erstellt haben. Auch die werden nicht mehr benötigt. Und damit werden sie halt gelöscht. So, auch hier die letzten zwei Zeilen, die in die PDF, in die HTML-Datei geschrieben werden. So, hier wieder ein Systemaufruf. Hier geht es halt darum, dass wenn wir jetzt eine Datei mehrmals übersetzen, aus welchem Grund auch immer, es sauber passiert. Und zwar, wenn wir die Datei schon mal übersetzt haben, dann gibt es schon eine entsprechende HTML-Datei, und überschreiben funktioniert an dieser Stelle nicht. Deshalb, wenn sie existiert, wird sie gelöscht und dann neu erstellt. Genau, würde man sie vorerst nicht löschen, würde beim jedem Durchlauf die entstehende Datei einfach immer größer, und das wollen wir an dieser Stelle nicht. Und dann ist die ganze Sache auch zu Ende. Ne? Also alle Systemaufrufe dienen der Umwandlung der PDF in SVG-Dateien. Okay, schließen wir das Ganze, und ich traue mich hier, es trotzdem auszuführen, und jetzt sehen wir hier, fanden ein paar Umwandlungen statt, und auch hier können wir im Prinzip in die Textdatei reingucken. Also wir können auch die HTML-Datei uns in der Textversion angucken. So, diese Teile hier sind die geometrischen Beschreibungen aller Striche. Dann haben wir noch das hier. Das ist später die Information darüber, um welchen Slide es sich handelt. Hier, dass die Striche durchgezogene Linien sind. Hier, dass diese Striche eine Breite von 4 Pixel haben. Hier, dass sie mit, wenn wir zwei Striche zusammenfügen, dass diese dann halt abgerundet zusammengefügt werden. Und hoppala. Und hier wird halt die Farbe als auf schwarz gesetzt. Genau, und das passiert halt mit jedem Strich neu, und hier irgendwo haben wir das Ende der HTML-Datei.